Ich bin so toll, Leute, ohne Scheiß, mega derbe cool. So, hier läuft die ganze Zeit irgendeine Morsebotschaft im Hintergrund. Es sei jetzt mal dahingestellt, wieso jemand in Dauerschleife hier eine Zahlenkombination sendet. Aber auf jeden Fall haben wir eine tolle Notiz letztes Mal gefunden mit dem Morsezeichen hier hinten drauf, wo die erklärt sind. Und ich habe dadurch herausgefunden, dass der Code, den wir jetzt eingeben müssen, 0283 ist. Da vorne ist hier ein tolles Zahlenfeld, Ziffernfeld, ne? Das einzig Blöde ist, dahinter streunt der hier Hund rum. Ja, mei, das ist jetzt nicht so genial und nicht so supermäßig geil, aber der Strom läuft ja und es ist schön hell. Ich habe nicht so viel Angst wie vorher, als wir uns im Dunkeln durch den Teil der Mine hier gekämpft haben. Ich werde es einfach mal probieren. Da ist der Hund. Hallo? Hallo? Kannst du mich hören? Da redet er mit uns. Hoffentlich funktionieren deine Ohren besser als deine Zunge, sodass du meine Worte hören kannst. Du hast das Licht am Anfang, in der Mitte und am Ende des Tunnels eingeschaltet, aber einiges bleibt dennoch im Dunkeln. Meine Morse-Nachricht hat dir hoffentlich weitergeholfen. Was du jetzt brauchst, ist jenseits des Lochs in der Mauer rechts vom Zaun. Geh jetzt, für Erklärung ist keine Zeit. Zeit gehört genau genommen zu den wenigen Dingen, die es hier unten im Überfluss gibt. Aber Überraschungen sollte man sich nicht durch übermäßige Neugier verderben. Das habe ich mir notiert, ja, das freut mich. Hinter dem Zaun zu meiner Rechten so eine Öffnung oder ein Tunnel sein, der tiefer in die Mine führt. Was bezeichnest du also als Zaun? Ja, doch, ist ein Zaun. Hinter dem Zaun zu meiner Rechten sollte eine Öffnung oder ein Tunnel sein, okay. Vielleicht sollte ich erstmal observieren. Ja, doch, das könnte sowas wie ein Tunnel sein. Es geht ja auch nur links eigentlich, wenn man es recht bedenkt. Ich warte aber ab, wo das Viech ist. Bis ich mich hier genauer. Da ist es. Sehr gut. Ich warte, bis es hinten ist, bis ich die Tür aufmache. Oder gehst du überhaupt hinter? Ah, komm, beweg dich nach hinten. Dann gebe ich auch den Code ein. Dann kann ich nämlich ungestört nach hinten durchrennen. Ja, das wird eine Folgungsjagd, mein Lieber. Cool. Go, go, go. Geil. Also 0, 2, 8, 3. Was? 0, 2, 3, 8. Was? 0, 2, 8, 3. Okay, vielleicht fängt es auch mit 3. Vielleicht fängt es auch mit 8, 3 an. 3, 0, 2. Hallo? Ey, ohne Scheiß, ich hab das mega geil rausgefunden. Das kannst du vergessen. Ich kann den Scheiß und jetzt steht der Hund auch noch direkt hinter der Tür und wartet auf mich. Ja, gut. Ey, was soll denn das? 2, 8, 3, 0. Ich hab den Scheiß-Code doch rausgefunden gehabt. Phänomenal. 0, 8, 3, 2. Meine Fresse. Das ist jetzt echt peinlich. Leute, ich bin jetzt aber so schön hier an der Stelle, ich schaue jetzt einfach den Code nach, okay? Das ist mir zu blöd. Ich war jetzt echt stolz auf meine Errungenschaft. Naja, mal gucken, vielleicht habe ich einfach an der falschen Stelle angefangen oder so. Oder ich habe natürlich die beiden Symbole komplett verwechselt. Lass mal schnell das überprüfen. Okay, also das gucke ich jetzt trotzdem nochmal schnell. Ob es eine Kombination in genau derselben Reihenfolge. Natürlich, es gibt eine mit genau derselben Reihenfolge, bloß wenn man halt die Punkte und die Striche vertauscht. Dann wäre das erste nämlich keine 0, sondern eine 5. Okay. Dann wäre das zweite eine 7. Ha, wenn man die Symbole umtauscht, da gibt es natürlich andere Zahlen. Wie schlau, dass ich jetzt da drauf komme. Ja, dann ist das dementsprechend die 3. Oder? Ja, dann ist das die 3. Und dann ist das andere natürlich die 8, weil die beiden habe ich ja schon vorsichtshalber ausgetauscht. Also 5, 7, 3, 8. Und das ist es doch jetzt, oder? Jetzt warte ich wieder, bis der Hund sich verflüchtigt. Ja, genau. Schau mich noch ein bisschen finster an. Stehe ich total drauf. Und jetzt bahn dir deinen Weg nach links, dass ich weglaufen kann. Komm, geh nach links. Geh nach links. Ey, du bist so ein scheiß Fotzenhund. Du bist aber so ein scheiß Fotzenhund, ey. Ah. Ficken. Also, in welche Richtung muss ich weglaufen? Ja, rechts. Okay.
Ich laufe nach rechts weg. Wenn der Hund weg ist, gebe ich meinen Code ein. 5738. Einfach nochmal alles umgetauscht von den Symbolen her. Und dann dürfte das funktionieren. So. Ich weiß, ich habe jetzt schon wieder 5 Minuten an dieser Stelle verbracht. Das hätte man auf ein 2 schaffen können. Aber, wie gesagt, ich warte darauf, dass die beste Gelegenheit sich für den Hund ergibt. Und muss den Code nochmal einmal revidieren und überarbeiten. Insofern ist es schon okay von meinem Zeitmanagement. Außerdem lasse ich mir bei solchen Spielen ja sowieso immer ein bisschen mehr Zeit und brauche auch länger für Rätsel und so, ne? Witzig, witzig. Ja komm, beweg dich. Beweg dein Ärschle. Schön, so ist brav, so ist brav. So. 5, 7. 3, 8. Wusste ich's. Wusste ich's. Bin so geil, Leute. Wow! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, weg da! Gut, ich hätte mich gar nicht an dem Vieh vorbeischleichen brauchen. Ich hätte einfach sofort durchrennen können. So funktioniert es genauso. Ja, mach die Verfolgungsmusik weg, bitte. Oh. Ach, mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Wir müssen eine kleine Abbrucharbeit durchführen, damit wir uns eines Tages begegnen können. Wir brauchen ein großes, erdfressendes, metallenes Ungeheuer und dieses Ungeheuer dürstet es nach dem Saft jenes Ortes, an dem Dinge gelagert werden. Du kannst mich übrigens Red nennen. Das ist zwar nicht mein richtiger Name, aber ein Name ist ja wie ein Kleidungsstück. Wird er vom Richtigen getragen, passt er. Bisschen komisch bist du, ha? Ja, komm. Ich habe zwar Medikamente, da kann ich mir einmal gönnen. Ist ja auch schon wieder ein Hund, ich höre es grummeln. Ach nein. Bist du schon wieder? Ich stehe nicht auf die. Ich hatte schon Angst, dass ich hier mit anderen Monstern konfrontiert werde. Ha, wie lächerlich. Hunde für die Ewigkeit. Immer wieder Hunde. Das andere ist ja langweilig. Oh. Dich darüber. Laufe. Laufe. Ja, geh weiter. Ich will gucken, ob ich durch das Gitter komme. Gut. Das habe ich mir notiert. Was hast du dir notiert? So. Hinter dem Zaun. Ich habe eine Gittertür entdeckt, die tiefer in den Gebäude. Ich muss versuchen, das Holz zu verschieben. Wo ist denn da ein Holz? Ah, von der anderen Seite. Richtig. Naja, ich glaube, dazu habe ich jetzt noch nicht die Materialien. Ich geh erstmal weiter. Ah, nicht festhängen. Ist jetzt mehr als fatal, wenn du festhängst. Da ist ja nichts drin, okay. Geil, das ist natürlich Todesfalle hier. Ich denke, ich kann hinten rum. Oh, Hundi. Hundilein, Hundilein. Ist aber schon nur einer, ne? Also zwei wären jetzt halt so richtig scheiße, ne? So richtig mega geil wäre das jetzt, wenn hier zwei Hunde wären. Boah, Tool Shed. Das ist schon mal richtig. Weil es hieß ja, ich denke mit dem Metall, ich denke mit dem Ungeheuer meint er einen Bohrer oder so. Und wahrscheinlich ist hier dann das Benzin dafür. Schätze ich zumindest. Die Frames haben gerade kurz gehangen. Normalerweise passiert dann was. So viel habe ich beim Spiel bisher gelernt. Normalerweise wird gespeichert, aber das sieht nicht nach Speichern gerade aus. Toolshed, okay. Komm, geh rein. Oder wir machen das Ganze mit dem Betonmischer, klar. Wieso nicht? Der mega klemmt. Naja, was soll's. Eine Säge. Wozu bräuchte ich gottverdammt eine Säge? Xenobericht 66b, Phase 9, Anno 9002, AD 1992. Ja, gibt's halt noch in 10.000 anderen Zeitangaben Möglichkeiten ein. Abgezeichnet vom leitenden Wissenschaftler der Xenoabteilung, nur für die Augen des leitenden Aufsehers bestimmt. Ja, der bin ich wohl. Wieso haben die hier... Anscheinend ist hier ein Projekt oder so gelaufen und nicht bloß Minenarbeiten. Okay, Anführer. Verglichen mit anderen Fundstücken scheint 66b weniger natürlichen Ursprungs zu sein, sondern wirkt konstruiert. Deshalb sollte bei der Untersuchung des Artefakts mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden. Ein Großteil der Substanz 63 wurde unweit von Artefakt
66b gefunden, das, wie es scheint, aus einer erstarrten Form von Substanz 63 besteht. Einige Teile des Artefakts lassen sich bewegen. Das Artefakt strahlt ein schwaches Licht aus, erzeugt von einer scheinbar unerschöpflichen Lichtquelle. Scheinbar sind unsere ersten Vermutungen über den Ursprung dieses Artefakts korrekt, deshalb müssen unbedingt alle nötigen Maßnahmen eingeleitet werden, um den Konsequenzen, die aus diesem Fund resultieren, Herr zu werden. Welchen Zweck das Fundstück erfüllt, darüber sind wir uns noch im Unklaren. Ich hatte meinen zweiten Offizier mit der weiteren Untersuchung des Artefakts beauftragt, die in Phase 7 stattfinden sollte. Leider verschwand mein zweiter Offizier am darauffolgenden Tag spurlos. Oh. Nur um kurz darauf völlig verwirrt und orientierungslos wieder zu uns zurückzukehren. Aha. Vermutlich wollte er den Fundort des Artefakts noch einmal genauer untersuchen, jedoch sind wir uns dessen nicht sicher. Es liegt mir fern, die Entscheidungen der Erhabenen in Frage zu stellen, aber ich bin mir mittlerweile nicht mehr über den Sinn unserer Forschungen im Klaren. Natürlich weiß ich, dass das hier entsandte Forschungsteam an Wissen und Effizienz kaum zu übertreffen ist, und gerade deshalb frage ich mich, wieso es nicht in unsere Haupteinrichtung eingesetzt wird. Nichtsdestotrotz ist es beruhigend zu wissen, dass jede Handlung unserer Anhänger von den klügen Köpfen unserer Organisation überwacht und gesteuert wird. Deshalb erscheint es mir jetzt gerechtfertigt, sie um eine weitere Entsendung von Arbeitskräften zu ersuchen. Wir haben bereits durch einige unglückliche Umstände wertvolle Arbeitskräfte verloren. Für weitere riskante Unternehmungen wie die Erforschung des vor uns liegenden Tunnelsystems wären deshalb einige Freiwillige von Nutzen, die anstelle unserer höher gestellten erhabenen Anhänger die Kartografie sowie weitere niedere Arbeiten erledigen könnten. Okay, also war ja anscheinend wirklich ein Forschungsteam zugange, und ich schätze mal wegen diesen Artefakten, die wir finden die ganze Zeit, ne? Wo wir halt so schön speichern können, ne? Also wir haben jetzt eine Säge. So rostig, dass ich mir wünsche, ich hätte mich gegen Tetanus impfen lassen. Dennoch scheint sie scharf genug, um durch Holz zu schneiden. Es wäre einfach mega sinnlos, wenn wir durch den Zaun den Holzpflock schneiden würden, oder? Also, ich bezweifle, dass das funktionieren wird. Aber irgendwas muss ich ja mit der Säge auch machen. Und ich habe keinen Bock, in Richtung des Hund zu gehen. Also, naja. Okay, da komme ich her. Dann gehe ich. Habe ja noch gar nicht alles abgesucht. Hier gibt es doch bestimmt noch viel mehr. Excavation Storage. Gut. Das ist schon ein wenig groß hier, ne? Schon ein bisschen umfangreich. Ist es doch von der Karte? Bitte. Hier ist also ein weiterer Hund. Oh, fucking. Schaut euch mal dieses Tunnelsystem an. Ach du Scheiße, ey. Your position. Ich sehe keinen Kreis. Ach da. Storage. Da vorne ist es Storage. Okay. Gehen wir doch erstmal in Storage. Auch wenn ich wieder ein Hundeknurren höre und mir das nicht sehr willkommen ist. Der ist aber da hinten irgendwo. Okay. Verdammt, ich bekomme die Tür nicht auf. Oh Gott, ich sitze in der Falle. In meinem Gedächtnis werden immer größer. Ins Allerheiligste des Aufbewahrungsortes kannst du nicht gelangen. Der Zugang ist versperrt. Mensch, das matschige Zeug zwischen meinen Ohren wird immer matschiger. Ich bin vielleicht nicht vollkommen, aber meine Worte sind weise und klug. Verflucht, so sehr ich mich auch bemühe. Du glaubst dennoch bestimmt, dass ich dich täusche. Nee, ich will hier unser raus. Unser felsiges Grab erstreckt sich, so weit mein Auge reicht. Und dennoch lehnst du meine Hilfe mit Verachtung ab. Hoffentlich leitet dich dein verdrehter Moralsinn besser als ich. Denn das ist nun alles, was dir noch bleibt. Das heißt, der versagt uns jetzt die Hilfe, oder was? Toll. Verzeihung. Doch nicht. Manchmal gleichen meine Emotionen einem ungehorsamen Haustier, das sich im eigenen Dreck wälzt. Eines ist sicher, wir sind beide nicht in Sicherheit. Von einer nahegelegenen feuchten Höhle aus führt ein Tunnel zum Ort der Aufbewahrung. Nimm den zweiten Gang rechts nach der verschlossenen Tür und du wirst finden, wonach du suchst. Okay, das ist doch mal eine Idee. Was hat er sich aufgeschrieben? Ja, der Vorratsraum ist blockiert, okay. Zweiter Gang rechts. Machen wir doch. Gerne, dann brauche ich nämlich gar nicht alles hier durchsuchen. Kommt mir auch sehr gelegen, weil es hier mega groß ist. Oh, da ist der Hund. Fucking. Ne, den ersten Gang brauche ich ja nicht nehmen an sich, ne? Der kann mir ja wurscht sein. Fuck, ich sollte gehen.
Ja, komm, verpiss dich. Bist derselbe Hund? Wo gehst du lang? Stehst du gerade? Ich weiß es nicht. Ah, du bist da vorne, geil. In den zweiten Gang und dann ist es richtig, okay. So, dann geht er rein. Das ist, glaube ich, soweit die richtige Richtung. Hm. Ah, es hieß doch einen feuchten Tunnel. Ich glaube, das stimmt. Ich mag aber nicht die Stimmen, die ich schon wieder überall höre. Wisst ihr, was ich auch gerne mal hätte? Ein großer flacher Felsen, der beinahe wie ein Altar wirkt. Oh, geil. Wisst ihr, was ich gerade sagen wollte? Dass ich gern mal... okay, kann ich nichts mehr machen. Dass ich gern mal wieder einen Speicherpunkt hätte. Den haben wir da vorne. Cool. Dies muss der Tunnel sein, der in den Lagerraum führt. Schaut ziemlich hoch aus. Na, da kommt ein Windzug her. Okay. Ach so, das heißt, hier geht's gar nicht weiter. Ah, schaut aus wie eine Art Ausschachtung. Allerdings weniger nach professionellem Bergbau. Keine Ahnung, woher dieser Nebel kommt, aber ich werde sicherlich nur näher dort rantreten und es darf auf den Grund gehen. Okay, ich bleibe ja schon da. Der Stein sieht beinahe so aus, als ob er sich der Rest des Ortes für den Verfall entschieden hätte. Was war das? Das klang gerade mega komisch. War. Ja, geil. Ich will lesen und dann speichern. So ist gut, so ist gut. Die Testsubstanz konnte bisher noch nicht identifiziert werden. Sowohl die chemische als auch eine Xeno-Untersuchung lieferten keine bedeutsamen Resultate. Die Testreihen werden fortgesetzt. Test 102, Brom normal, pH 5. Test 103, Aminosäure negativ. Test 104, Ammoniak NH3 negativ, nicht reagierend. Test 105, Chlorwasserstoffsäure, negativ getestet auf Sulfat, Sulfid und Chloridionen. Test 106, Standard-Halluzinogene, leicht giftig. Test 3 abgebrochen, da viele der Testpersonen 1 bis 2 Stunden unter inneren Blutungen litten. Ach, jetzt auf einmal machen sie Menschenversuche, oder was? Hä? Test 107, positive, negative Metallkationen, unvollständig. Test 108, menschliche Halluzinogene. Unvollständig Testreihen, die mit dem gasähnlichen Nebel durchgeführt wurden, waren dagegen von Erfolg gekrönt. Es scheint sich um eine harmlose Verbindung aus Calcium, Chlor und aromatischem Amin zu handeln. Bitte beachten Sie, dass das Wort harmlos hier in einem xenochemischen Zusammenhang benutzt wird. Untersuchung kennzeichnet den Stoff als harmlos, aber treffen Sie bitte trotz allem sämtliche Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit der Chemikalie. Oral eingenommen ist dieser Stoff in jedem Fall tödlich. Kaliumdichromatpapier, positiv getestet auf Calcium. Test 161, Lackmus, negativ getestet auf alle Stoffe außer Chlor. Test 301, Chlorwasserstoffsäure, positiv getestet auf aromatisches Amin. Ich bin ja echt nicht der Chemiefan und ich hab's auch abgewählt, aber das klingt sehr verwirrend alles. Die Untersuchungen werden fortgesetzt, insbesondere über die außergewöhnliche Reaktion der Substanz. Sie von ihrem ruhenden in einen nicht ruhenden Zustand zu versetzen, äußert sich in einer extremen Hitzeentwicklung, die während der Tests bereits zu Verletzungen unter den Chemikern führte. Nach Hitzeabgabe verliert die Substanz jegliche Reaktionsfähigkeit auf jeden Test, der mit unseren Geräten hier vor Ort durchgeführt werden kann. Momentan besteht die Theorie, dass eine Spaltung der Substanz zu einem beschleunigten chemischen Zerfall führt, bei dem Hitze freigesetzt wird. Wir schätzen derzeit die Halbwertszeit auf 0,4 Sekunden. Also das ist viel, das weiß ich. Boah, wer stöhnt da immer? Das ist echt gruselig, um ehrlich zu sein. Naja, aber ich mache jetzt sowieso eine Pause. Einmal noch in einem der tollen... Oh, da ist mal wieder ein Text. Mal was ganz Neues. Der Mann sucht immer noch. Aber was? Vor ihm ragt seltsam geformtes Metall aus der Erde. Eine Luke, ein Portal, ein Loch, eine Tür. Fremdartige Texte. Was sind das für Gestalten, die sich dort einander drängen? Was ist das im Hintergrund? Ah. Diesmal habe ich etwas gespürt, das ich zuvor nicht gespürt habe. Es fühlt sich an, als ob ein kleiner Teil von mir in diesem Artefakt gefangen ist. Ja, man muss auch gleich nochmal. Ich speichere gern doppelt. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Ha, wusste ich's doch, dass du das sagst. Bin so gut. Naja, okay. Leute, ich mache hier eine Pause. Wir bauen nächstes Mal schätzungsweise die Leiter zusammen und klettern dann da hoch in den Lagerraum. Wir haben jetzt Unterstützung per Walkie-Talkie, finde ich ganz nett. Der Typ scheint ja auch einigermaßen okay zu sein. Naja, ich bin jetzt ein bisschen crazy, scheint er drauf zu sein. Wahrscheinlich ist er ja auch schon ein paar Jahre unten, weswegen das verständlich ist. Naja, aber vielleicht ist... Nee, das ist nicht dieser Typ, von dem wir die Tagebücher gelesen haben. Von dem wissen wir ja, dass er gestorben ist. Der hat ja gesagt, er ist genau im Lagerraum über uns. Und dann wurde von da ein Mensch kreischend von Spinnen weggezogen. Das ist ganz klar, dass der tot ist. Aber wir haben ja auf jeden Fall einen anderen Verbündeten. Mit dem werden wir hoffentlich gut hier weiter zusammenarbeiten. Und uns hoffentlich aus dieser Bredouille hier erretten.
Ja, für die nächste Folge rechts oben, für die vorherige Folge links oben, dann seht ihr, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, nettes Kommentar und ich sage bis zum nächsten Mal, liebe Leute, hier bei Penumbra Overture.